fahren jetzt gerade raus vom Ebro, durchs Ebro-Delta, gleich aufs offene Meer. Und wo der Ebro zusammentrifft mit dem Mittelmeer, ist die sogenannte Wall. Da sind schwere Sedimente, wenig Tiefgang. Und wenn der Windfall steht, dann zerfickt sie uns im Wellengang. Ich war gestern da schon mal draußen und habe die ganze Soße mitmachen dürfen. Ja, ansonsten ist heute Tintenfisch angesagt. Ich bin gespannt, ob es klappt. Man sollte ja auch nicht glauben, dass wir heute den 8. Januar haben, davon mal abgesehen, ja? Wenn ich gerade überlegen müsste, dass ich mir gerade den Arsch abfrieren müsste in Deutschland. Hier, diese Möwen sind übrigens ein gutes Zeichen, dass hier gerade die kleinen Aale reinziehen. Das heißt, dass Wolfsbarsche noch vorhanden sein müssten und Bluefish, die stehen da nämlich völlig drauf. Mein Guide hat sie jetzt vertrieben, auch nicht schlecht. Falls man es erkennen sollte, die kleinen grünen Netze da sind alles Fangstellen für kleine Aale. So, da vorne geht die Scheiße los. Ja, heute ist die See wirklich ruhiger, um einiges. Ich habe auch keine Ahnung, ob man mich versteht oder so. Ich weiß auch nicht, ob man den Wellengang da draußen, den Wellenkamm erkennen kann. Hier drüben ein bisschen die Sedimentschicht. Auf der Spitze ist noch einer am Angeln. So. Jetzt guckt er sich die richtige Stelle aus. Gestern musste ich mitgucken, wo wir da durchbrettern können. Also es ist wirklich fast wie eine stehende Welle. Die scheint auch nicht hoch zu sein, aber es ist halt verdammt pissniedrig. Das heißt, wir haben gestern auch schön mit dem Arsch mal aufgesessen, als wir da durchgeknackt sind. Ja, das ist heute gar nichts, Gott sei Dank. Er sucht sich seine Stelle aus. Ja. Und wir sind schon durch. Perfekt, oder? Oh. Noch nicht ganz. So, jetzt aber. In diesem Sinne, euch immer Petri Heil und selten war das Sprichwort so passend mit immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. In diesem. Okay, Leute, ich gehe jetzt rein. Macht's gut, ciao.